Jetzt geht es um Alfons Schubeck. Er ist so bleich wie seine Kochweste. Der Blick ist müde, er ist geschafft. Kein Wunder. Erst vor wenigen Tagen wurde Starkoch Alfons Schubeck wegen Steuerhinterziehung verurteilt zu mehr als 3 Jahren Haft. Noch versucht er mit einer Revision um jeden Tag Freiheit zu kämpfen. Und solange er die noch hat, lenkt sich der Steuersünder ab, indem er sich noch einmal feiern lässt wie ein Superstar. Alfons Schubeck! Und ich trinke jetzt zwei Schnapsel. Wer würde da nicht trinken? Es ist Schubecks großer Auftritt seit dem Hammerurteil in München, bevor er die Showküche gegen die Knastküche tauscht. Guten Appetit! 38 Monate ohne Bewährung. Der Sternekoch Alfons von Sie Schubeck. Auf zum letzten Tanz im Münchner Theatro, seinem Showpalast. Der 73-Jährige singt Sweet Caroline und I Can't Help Falling in Love with You von Elvis Presley. Mitgenommen und doch mit aller Kraft. Herzhaft, süß, aber auch sauer ist diese Show. Die letzten 2 Wochen waren jetzt nicht so der Hit bei mir, aber dann passt es schon wieder. Doch kurz vor dem Debüt teilen Schubecks Anwälte mit, dass er Revision gegen das Urteil einlegen wird. Ein Grund zu singen. Im Publikum verliebt und mit feuchten Augen zahlreiche Promis, Stammgäste bei Schubeck. Sie halten ihrem Lieblingschef die Treue und spenden tröstende Worte. In dem Fall, dass der Alfons heute kommt und trotzdem singen wird nach der ganzen Gerichtsgeschichte, finde ich toll, dass er sich stellt, dass er sagt, ja, ich stehe dazu, ich habe Fehler gemacht. Das war fantastisch. Ist immer fantastisch. Immer fantastisch, immer super und immer a good entertainer, a good host, würde ich sagen. Ich ganz viel Liebe und nur das Beste und ganz viel Kraft. Absolut. Ein letzter Tanz für den Sternekoch in seinem Theatro mit seinen Freunden und Fans.